Grüß euch, ich bin's, der Stefan vom Schliersee-Magazin. Habt ihr eigentlich auch einen Traumjob? Der Gerhard Pold hier vom Schliersee, der hat einen Traumjob. Und das ist Bootsverleiher. Und einen unserer Bootsverleiher, den besuche ich heute mit euch. Ja, grüß euch beieinander. Herzlich willkommen am Bootsverleih Stöger. Mein Name ist Christoph Stöger und herzlich willkommen am Fischhauser Seeufer. Was kann man bei uns alles machen? Bei uns ist sämtlicher Wassersport abgedeckt. Man kann Elektroboot fahren, man kann Ruderboot fahren, Drehboot und Stand-Up-Paddling. Wir betreiben diesen Bootsverleih selber, die Familie, schon in der dritten Generation. Es ist ursprünglich von der Wirtschaft entstanden, damalig noch von der Überfahrt von den Bierfässern, wo selber die Straße oder die Zugstrecke noch nicht vorhanden war. Da war hier eine Bootshütte, wo seinerzeit der Schnapper sein Bier angenommen hat. Ja, das ist ein bisschen zur Historie. Und jetzt dürft ihr mal mit reinschauen, wie es bei uns zugeht. Wie ihr seht, im Moment haben wir viel Platz. Ganz klar, schönes Wetter, also ist was los. Könnt ihr mal mit rausziehen, einen Stich, dann seht ihr mal selber, was bei uns alles passiert. Genau, die Schifferlbuben fetzen umeinander. Drüben wird geschrubbt, da drüben wird putzt und natürlich halt einmal alles sauber gehalten, weil das ist wichtig. Genau, jetzt könnt ihr es euch nochmal anschauen. Da haben wir unsere Drehboote, natürlich gefüllt in Regenbogenfarben. Farbenfroh wie eh und je. Elektroboot, schnittig, blau-orange und natürlich mit einem gewissen Power. In einer Stunde kommt es mit den Elektrobooten einmal den ganzen See. In einer halben Stunde kommt es um die Insel Wertrum. Das geht sich genau aus. Zahlen ist bei uns immer hinterher. Dementsprechend kann jeder so lange fahren, wie er will. Danach macht man Kasse und keiner hat einen Stress, dass er irgendwie heimkommen muss zum Zahlen. Genau. Ruderboot haben wir natürlich auch im Petto. Da haben wir ein schönes Grüns im Moment. Hinter euch seht ihr dann selber nochmal im Wasser drin. Eins von unseren Fischerbooten, ja, die wollen wir auch vermieten. Muss man vorher telefonisch ausmachen, aber das ist alles möglich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen sonnigen Tag und schaut vorbei. Wir sind bereit. Außer es regnet, dann sind wir nicht da.